In diesem Video geht es um den Dienst UTV. UTV ist ein Konkurrent zu Online-TV-Recorder, den ich schon vor ein paar Monaten getestet habe. Bevor ich jetzt euch erkläre, was UTV ist, lese ich euch einfach mal die Beschreibung von der Webseite von UTV vor. UTV ist dein persönlicher TV-Recorder im Internet, mit dem du all deine Wunschsendungen auf deinem persönlichen Videorekorder aufnimmst. Mit einem einzigen Mausklick startest du die Aufnahme deiner Wunschsendung. Ja, das beschreibt UTV schon ganz gut. Deshalb kommen wir jetzt mal zur Funktionsweise gleich. Also man hat verschiedene Schritte, die man durchführen muss, bevor man die Sendung tatsächlich sehen kann. Im ersten Schritt muss die Aufnahme programmiert werden. Es ist also nicht so wie bei Online-TV-Recorder, dass man einfach sagt, hier, nimm alles auf, was im Fernseher kommt, sondern man muss schon gezielter vorgehen und sich zum Beispiel eine Serie raussuchen und dann sagen, hier, bitte die ganze Serie aufnehmen. Diese ganzen Assistenten, die einem helfen, die Aufnahme zu programmieren, die sind super gut gestaltet. Man kann auf Sendeebene aufnehmen, man kann sogenannte Community-Assistenten verwenden, oder ich nenne die jetzt einfach mal Community-Assistenten. Das sind Assistenten von anderen Nutzern, die einfach öffentlich bereitstellen. Und da gibt es natürlich welche, die dann sagen, hier Tatort, Erstausstrahlung oder sowas habe ich gefunden. Oder extra so eine Doku-Aufnahmeliste. Die sind also super praktisch. Da muss man sich nicht selber die Gedanken machen. Aber Nachteil ist trotzdem, hat man vorher die Aufnahme nicht programmiert, die Sendung ist gelaufen und dann kann man sie halt nicht schauen. Man muss halt so wirklich vorher die Aufnahme programmieren. Aber das kann man, wie gesagt, mit diesen Assistenten ziemlich automatisiert abhandeln. Ist die Sendung nun gelaufen und aufgenommen, die wird ziemlich schnell danach zur Verfügung gestellt, kann der Film erstmal 7 Tage lang angeschaut werden. Das ist der sogenannte Aufnahmespeicher. Es gibt aber auch den Langzeitspeicher, dort werden die Filme bis zu 300 Tagen gespeichert. Der ist aber begrenzt, da kommen wir später dazu. Im dritten Schritt kann man dann diese Filme entweder streamen oder downloaden. So, wo liegt genau das Problem jetzt oder wo ist der Haken? Also man muss, wie gesagt, vorher wissen, was man schauen möchte. Die Assistenten sind wie gesagt gut, also das lässt sich eigentlich ganz gut handhaben. Wie gesagt, man sieht nur, was man auch wirklich aufgenommen hat. Alles andere hat man Pech gehabt. Ich finde die Kondition relativ unübersichtlich. Da steht zwar zum Beispiel drauf, hier Aufnahme bis zu 2000 TV-Sendungen und Speicherung bis zu 300 Tage. Das trifft dann aber nur auf den Langzeitspeicher zu und so weiter. Je nach Paket hat man hier unterschiedliche Anzahlen von Aufnahmeassistenten zur Verfügung. Einmal 25, einmal 50, einmal 100 oder halt bei der kostenlosen Variante 3. Ja, die Preise sind fair. Ich finde halt nur diese Übersicht nicht so ganz gelungen. Kommen wir zur Integration. Was ist damit gemeint? Nein, da geht es nicht darum, dass UTV auch Deutsch sprechen kann, sondern da geht es eher darum, wo möchte ich denn meine Filme am Ende anschauen. Ja, die wenigsten werden sie wahrscheinlich vorm PC anschauen wollen, sondern auf dem Fernseher. Und das hat man am Fernseher angeschlossen. Naja, zum Beispiel Konsolen oder Media Center Software installiert wie Kodi. Und darin lässt sich UTV super integrieren. Das ist ein großer Pluspunkt. Auch auf mobilen Geräten kann man auf die UTV, ich nenne es mal Mediathek, dann zugreifen. Es gibt da zum Beispiel Android-Apps für. Problem, was ich festgestellt habe, Kodi hat dann nur Zugriff auf den Langzeitspeicher. Man hat also nicht Zugriff auf so eine riesen Mediathek, was man alles aufgenommen hat, wobei ja die anderen Sachen nach 7 Tagen gelöscht werden. Und viele Handgriffe nötig, bis die Sendung auf Kodi läuft. Ja, was meine ich damit? Entweder muss ich bei der Sendung schon eingeben, dass die in den Langzeitspeicher gespeichert werden soll. Das ist eine schlechte Idee, wenn ich einen Assistent habe, dann läuft mir nämlich der Langzeitspeicher voll. Das würde ich also wirklich nur machen, wenn ich es manuell mache oder wenn ich wirklich nur eine einzige Serie, was weiß ich, die einmal die Woche läuft, dann kann ich auch vielleicht von Anfang an sagen, ab in den Langzeitspeicher. Ich kann aber meine ganzen Aufnahmen, die wie gesagt 7 Tage da sind, kann ich anklicken und sagen, zack, ab in den Langzeitspeicher. Damit meine ich halt, dass schon ein paar Handgriffe nötig sind, bis es am Ende auf Kodi gestreamt wird. Kommen wir zur Qualität. Ich habe jetzt mal einen Tatort angeschaut, Filme der Öffentlich-Rechtlichen werden in HD aufgenommen, so wie sie halt auch ausgestrahlt werden in der höchsten Qualität. Tatort hat 90 Minuten und die Datei hat am Ende 2,5 GB in der höchsten Qualität. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen. Der gleiche Tatort wurde von Online-TV-Recorder gar nicht in HD aufgezeichnet. Das war ein Tatort im WDR, den gab es nur in der schlechten SD-Auflösung. Ein kleiner Nachteil ist auch noch, dass die Sachen aus den privaten Sendern gar nicht werbefrei sind. Das hat man zum Beispiel bei Online-TV-Recorder. Dort werden die Sendungen nachträglich geschnitten und dort fehlt dann die Werbung. Das ist ganz praktisch. Allerdings ist das am Rande der Legalität oder vielleicht auch schon nicht mehr legal. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum UTV das nicht macht. Man muss also die Sendung mit Werbung runterladen. Ist aber kein Problem. Kann man ja einfach überspringen dann, wenn sie kommt. Kommen wir zur Bedienung. Auch da kann UTV wirklich punkten. Ihr seht es ja hier auch im Video, wie die Oberfläche aussieht. Die ist super übersichtlich. Man kann filtern. Man hat wirklich
natürlich diese super Assistenten, die ich schon erwähnt habe. Man kann jetzt hier streamen oder die Filme runterladen. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern bei der Bedienung. Kommen wir zum Support. Na, die Pressestelle, die hat mich etwas ignoriert, habe 8 Tage lang keine Antwort bekommen. Immerhin, der normale Support hat dann nach wenigen Minuten geantwortet und das auch gleich 2-mal hintereinander. Also da gibt es nichts wirklich zu meckern. Kommen wir also zum Fazit. Naja, wenn diese Aufnahmeassistenten nicht stören, also dass man vorher wissen muss, was man schaut, der ist eigentlich ganz gut aufgehoben bei UTV. Ich hätte mir einen schöneren oder einen größeren Langzeitspeicher gewünscht, dass man da mehr Sendungen einfach vorhalten kann und immer wieder streamen kann. Vor allem muss man bedenken, dass die ja ohnehin auf den Servern von UTV wahrscheinlich gespeichert sind, viele Sendungen, weil ihr seid ja nicht die einzigen, die die anschauen. Also wenn irgendein User irgendeine Sendung im Langzeitspeicher hat, dann ist die Sendung ja sowieso da und wenn ihr die dann auch noch in den Langzeitspeicher nehmt, entsteht für UTV eigentlich keine weiteren Kosten. Da hätte ich mir großzügigere Limits gewünscht. Ansonsten ist UTV ein empfehlenswerter Dienst.